Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Len Plays. Heute schauen wir uns mal Everdream Valley an. Mal wieder ein Farming-Spiel. Ich meine, davon gibt es zwar ziemlich viele, aber es kann auch, glaube ich, nicht genug davon geben. Und ich fand, das sah ganz süß aus. Ich meine, schaut euch einfach nur die Kükenbabys an, die sind echt cute. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, wir schauen uns das einfach mal an. Ich habe dafür einen Key erhalten, also danke an der Stelle. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal rein. Ich habe mir noch nichts dazu sonst angeguckt. Ich habe nur gesehen, sieht süß aus und ist ein Farming-Spiel. Passt. Weil der Stil, der ist echt ganz süß, finde ich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es so ist. Ich meine, die Steam-Reviews waren jetzt so mixed. Aber ich werde mich davon persönlich überzeugen und nicht von den Steam-Reviews. Ich mache das eigentlich immer so. Oh, seht ihr das, was ich sehe? Character-Design. Wait, der sieht eigentlich schon so aus wie ich. wait, ich kann den einfach so lassen. Was zur Hölle? Die wissen, dass ich eine Cam-Man habe. Sogar von den Frisuren her passt das am meisten, denke ich. Vor allem der Wirbel hier hinten. Ich habe wirklich einen Wirbel da hinten eigentlich. Huh. Komisch. Hey, aber komm, wir sind ja nicht. Wir spielen das ja nicht umsonst. Ich mache mir coolere Haare als schwarz. Ich mach pink. So. Das ist Körperfarbe. Aha, ich lasse es mal so. Gesichtsmerkmale. Also ein paar Sommersprösschen. Ich sehe das gar nicht. Wo ist denn das? Dieser Fleck dort. Huh. Kleine Pünktchen. Eigentlich sind Blushes ganz cute, aber die sieht man nicht ganz. Aber egal, wir lassen es mal so. Was nehmen wir für einen Mund? Das sieht sehr selbstbewusst aus. Das sieht sehr, sehr selbstbewusst aus mit dem Mund. Ich nehme den hier. Ja, ansonsten. Augenbrauen. Na, die gefallen mir schon eigentlich. Ah, wir haben aber noch eine Kopfform, können wir einstellen. Ich denke aber, die passt auch schon am besten. Na gut, nehmen wir das. Willst du... Ach so. Ich will natürlich nicht Player-Nickname heißen. Fast vergessen. Ja, wir nehmen halt immer Len. Ich wollte gerade noch irgendwie versuchen, eine Kombi rauszuschlagen mit irgendwie Farming-Aspekt oder so, aber nee. Viele Abenteuer warten auf dich. Mit dem Hund kannst du mehrere Tiere gleichzeitig hüten. Also ja, wie gesagt, ist halt ein Farming-Spiel, ne? Aber... Ich bin gespannt. Ich sehe hier auch ein paar Stadtaspekte. Also das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, wie viel davon drin vorkommt. Mal sehen. Okay, da gab es eben noch einen kurzen Dialog. Den habe ich aus Versehen geskippt. Upsi. Aber es geht darum, dass das der Bauernhof von unserer Oma ist, glaube ich. Und wir sollen uns darum kümmern. Aber ja. Also, wie gesagt, ich finde den Stil wirklich ziemlich süß. Also der gefällt mir. Ist halt auch passend für so ein Farming-Spiel. Alles ist so grün und man riecht das Gras. Ich sollte mich mit meinem Großvater unterhalten, bevor mich die Karotten anknabbern. Okay. Okay, wie auch immer. Wie funktioniert die Minikarte? In der linken unteren Bildschirmecke findest du die Minikarte. Sie zeigt dir wichtige Figuren und Orte des Spiels an. Zum Beispiel Großmutters und Großvater. Achso, Großmutter und Großvater. Ich habe gedacht, da kommt noch so Haus oder so. Achte während des Spiels auf gelbe oder orangefarbene Markierungen auf der Minikarte. Sie zeigen an, dass an diesem Ort eine Aufgabe oder Dialog verfügbar ist. Viele Informationen, nicht wahr? Nun, in Everdream Valley gibt es immer etwas zu tun. Aber keine Sorge, wenn du ein Tutorial wiederholen willst, schaue im Auswahlmenü-Tab und folge dem Reiter Tutorials. Okay. Klingt doch gut. Aktuelle Aufgaben. Suche deinen Großvater. Ich frage mich, ob es der bärtige Mann dort hinten ist. könnte ja der Fall sein, nicht? Hallöchen. Hallo Großvater. Hallo, warum ziehst du so ein Gesicht? Freust du dich nicht über deine Ferien? Naja, wenn man in den Ferien arbeiten möchte, würde ich mich aber auch nicht darüber freuen. Ich freue mich, aber Mama und Papa sollten auch hier sein. Leider müssen sie arbeiten. Aber ich garantiere dir, dass du hier in guter Gesellschaft bist. Wenn du das sagst. Wir vertrauen dem so gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe gehört, dass der fahrende Händler auch mit streunenden Tieren handelt. Wenn du einige Aufgaben auf dem Bauernhof abnimmst, dann werde ich ihn aufsuchen und schaue, ob er in letzter Zeit Hunde aufgenommen hat. Zeige, dass du dich um die Tiere kümmern kannst und vielleicht überlässt er dir dann einen Hund. Repariere zuerst den alten Hühnerstall. Dafür brauchst du einen Hammer und eine Axt. Okay. Wir kriegen einfach einen Hund. Das klingt super. Mit der Axt kannst du Holz hacken und Dinge zerkleinern. Verwende die Axt. Ja gut, das sollte die Aufgabe der Axt sein, ne? Okay, repariere den Hühnerstall. Okay, wir haben aber schon eine Axt. Das heißt, wir müssen nicht mal eine bauen.
Drüben ist die Oma. Aufheben. Wir nehmen mal den Eimer mit. Und eine Gießkanne. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich irgendwann mal zu Nutzen kommen. Wir sollen jetzt einfach einen Baum runterkloppen oder so. Okay. Wir haben anscheinend ein großes Grundstück. Hacken. Komische Auswahl auf F. Aber ja, ich denke, das funktioniert. Okay, okay. Wir haben genug Holz, um den Brunnen schon mal zu reparieren. Das will ich auch machen irgendwie. Ich weiß, wir sollen da... Oh, Katze! Garfield! Sieht aus wie Garfield! Komm her! Schwingen? Nein, ich will doch meine Axt nicht schwingen. Hallöchen. Wie läuft man schneller? Halte die Shift-Taste gedrückt. Ja, okay, das weiß man ja alles, ne? Oh, ich will die Katze streicheln. Dafür bin ich auf diesen Bauernhof gekommen, um Garfield zu streicheln. Halte F, um zu reparieren. Ziemlich begabt. Würde ich nicht können. Schau ich an, wie unschuldig wir aussehen. Okay, wo ist denn überhaupt der Hühnerstall da vorne? Okay, dann rennen wir da mal schnell hin. Ich finde, das sieht so richtig nach so einem richtigen Switch-Game aus irgendwie. Ich meine, das gibt es auch auf der Switch sicherlich. Aber es ist so dieses passende Spiel, was man so irgendwie an einem rainy, cozy day auf seiner Switch im Bett spielen könnte. Da sehe ich das so richtig. So, halten zum Reparieren. 13 Holz. Kostet ein bisschen mehr als ein Brunnen. Ich sehe schon. Wir können auch ein paar Dosen mitnehmen. So ein bisschen Cola schadet doch niemandem. Auch wenn ich mich frage, warum hier Cola-Dosen rumliegen. Da war wohl jemand ein bisschen faul und hat die nicht weggeräumt. Okay, haben wir genug Holz? Ja. 14. Fast perfekt. Okay. Jetzt wird es erstmal repariert. Komm schon. Fehlen die Gegenstände ein Holz? Wieso denn ein Holz? Wie? Hä? Waren es jetzt doch 15? Ha. Huh. Ja gut, dann werde ich mal noch einen kleinen runterhacken. Geht doch so einer hier? Ein Stock. Na toll. Da müssen wir wohl noch einen großen Baum runterfällen. Ist okay. So groß ist der hier auch nicht. Obwohl. Jetzt haben wir schon 20. 26 Stück. Wenn das jetzt immer noch nicht reicht, dann... Dann sage ich meinem Opa aber mal Klartext. Dann soll er das reparieren. Nee, es reicht. Reparatur des Hühnerstalls. Ja. Sieht gut aus. Hennen, Gesamt 0. Im Stall 0. Irgendwie umsonst gebaut. Wir nehmen mal ein bisschen Dreck mit auf. Alter, wie viel? Ich sehe schon, hier muss wirklich mal jemand sauber machen. Wie geht's eigentlich der Oma? Hallo Großmutter. Wie geht es dir, Großmutter? Hallo Liebes. Alles in Ordnung. Oh, sehr gesprächig heute. Sieht aber echt schön aus. Es hat sehr schöne Farben, das Spiel. Ich glaube, das sind Apfelbäume. Ich will mir einen Apfel pflücken. Her damit! Ich will einen Apfel holen. Kicken. Man kann auch Äpfel pflücken, oder nicht? Okay, wo befindet sich der Apfel jetzt? Kleidung. Oh, ich würd mir gerne Kleidung holen. Oh, das ist aber eine... Oh mein Gott, ist die Map groß. Ich glaube, es gibt viel zu entdecken. Das ist mal wieder eigentlich ziemlich ungünstig für dieses Format. Weil das werden wir natürlich alles in dieser Folge nicht sehen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Markierte Aufgaben. Okay, wir sollen mit dem Opa reden. Aber ich denke, es gibt ziemlich viel zu tun damit. Wäre eigentlich ein besseres Spiel für ein Let's Play. Man kann ja mal gucken. Mal sehen. Problem ist immer nur mit Let's Plays. Ich habe wirklich derzeitig, das habe ich damals immer nie gedacht, dass das mal vorkommen würde. So viele Spiele auf der Liste, die ich noch Let's Playen möchte. Dass dann immer alles in der Warteschleife hängt. Deswegen, also, mal gucken. Ich schiebe natürlich dann meistens Let's Plays vor, die mir dann in dem Moment besser gefallen als die anderen. Okay, wo ist denn der Opa? Da vorne. Aber es sieht auf jeden Fall schick aus, das Spiel. Würde ich auf jeden Fall als Let's Play sehen. Der Hühnerstall ist repariert, Großvater. Gut gemacht. Ich habe noch eine weitere Aufgabe für dich. Suche die Hühner, die im Hühnerstall gelebt haben. Letzte Nacht ist etwas auf dem Bauernhof eingedrungen, hat die Hühner erschreckt und die Behausung zerstört. Wahrscheinlich haben sie sich im Gebüsch in der Nähe des Bauernhofs versteckt.
Du kannst ein Holzschwert für die Büsche und das Gras benutzen, Oki. Sollen wir denn dann jetzt abschlachten? Nimm auch diese Latzhose, sie gehörte deinem Vater. Mit ihr lässt es sich besser im Gebüsch herumkriechen. Ja, das meine ich doch. Kleidung. Wenn du ein Huhn findest, fange es und bringe es zurück zum Hühnerstall. Oder treibe es einfach in die Nähe des Hühnerstalls. Ja. Warte mal. Hier muss ja alles repariert werden. Holy shit. Ich verstehe das, ne? Das sind alte Leute, aber... Kümmert euch doch mal um euer Grundstück. Wie komme ich hier wieder? Warte mal, schließen, zurück. Ah. Oberteil, ne? Oh! Aber einfach so ein richtig typisches... Woher weißt du, dass dieses Spiel in Amerika spielt? Ich habe keine Ahnung. Kostüme nicht. Kopfbedeckung, obere Hälfte. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Yeah, schau ich das an. Der Junge vom Dorf. Okay. Wir sollen irgendwie ein Holzschwert bauen. Wir haben keins, I guess. Warte mal. Finde alle Hühner und bringe sie zurück in den Hühnerstall. Ich weiß halt leider nicht ganz, wo man was craften kann gerade. Folge, Tagebucheinträge, Galerie. Das ist jetzt fragwürdig. Inventar vielleicht? Ah, okay. Ah, hier ist das Holzschwert. Okay, wir haben das einfach schon. Vielleicht gibt es gar keinen Crafting-Mechanismus in dem Spiel. Was mich wundern würde. Weil normalerweise hat ja jedes Farming-Game irgendeinen Crafting-Mechanismus. Kann auch sein, dass das erst später im Spiel eingeführt wird. Also erst später drin vorkommt. Übrigens zur Information, das Spiel kam am 30. Mai dieses Jahres raus. Ich weiß nicht, ob es sich noch in der Early Access befindet übrigens. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Aber ja. Büsche also. Wir schwingen gleich einfach nur ein bisschen durch die Büsche und dann finden wir schon ein paar Huhn. Ein paar Hennen. Ach, sind die Büsche gemeint hier? Die zerklopfen wir an dem Punkt eher. Ich weiß nicht, ob das so die Idee dahinter war. Den Punkt machen wir einfach nur die Natur kaputt. Das gefällt mir nicht. Sieht man denn vielleicht irgendwie, wo Hühner sein könnten? Ach, die sind da markiert, ne? Oh, ja gut, das ergibt Sinn dann. Vielleicht sollte ich auch dahin laufen, wo die Hühner markiert sind. wie erhält man mehr Ausdauer? Der Balken auf der Minikarte zeigt deine Ausdauerstufe an. Wenn sie rot wird, kannst du nicht mehr rennen, bis sie sich auffüllt. Du kannst die maximale Ausdauerstufe erhöhen, wenn du Früchte oder Nahrung zu dir nimmst. Okay. Das heißt, sie ist leer. Was sind Zonen? Ja, die Zonen, die werde ich... Ich denke, das kann ich verstehen. Man muss halt einfach nur in dem Gebiet gucken. Da vorne! Oh, die sehen süß aus, die Hühner. Das Spiel ist eh sehr cute gehalten halt, ne? Oh. Hallöchen. Oh nein, wir sollten eigentlich rennen können. Dafür. Ah, können wir. Komm schon! Ich weiß nicht, was für eine Taste ich drücken muss, wenn wir in der Nähe sind. Ist das E oder F? Wahrscheinlich F, ne? Komm schon. Oh. Schaut euch diesen Schneeball an. Nee, finde ich schon süß. Okay. Ab in dein Gehege, junge Dame. So. Freilassen? Ich denke, das zählt, oder? Ja. Ja, Hühner im Stall. Okay. Können wir mal kurz unsere Leiste auffüllen? Ich nehme mal übrigens kurz mal die Gräser hier weg. Und den Pfifferling. Ausrüsten. Hab ich die gerade eher fallen lassen? Ausrüsten. Wie kann ich die jetzt trinken? Gute Frage, ne? Ausrüsten, schließen, Gegenstand bewegen. Steht leider nichts zu. Ist doch auf 4. Vielleicht auf F? Muss ich doch irgendwie zu mir nehmen können, oder sind das leere Dosen? Dose, nee. Eine Dose mit Limonade. Du willst lieber nicht wissen, was genau drin ist. Vielleicht ist da... Okay. Vielleicht ist das was für den Händler. Also können wir das vielleicht gar nicht trinken. Oder essen. Pflanzen? Aber ich würde es doch essen. Braucht doch was zu essen. Naja, gut. Gehen wir mal in dem anderen Bereich nachschauen. Ich denke, wir das ein oder andere Huhn oder die ein oder andere Hände findet man schon. Oh, da vorne ist eine Mühle. Ist schon ein sehr süßes Ambiente. Und ein sehr schönes, ein sehr schickes.
Und ein verdammt großes Grundstück. Hm, was für ein merkwürdiger Stein. Was ist daran merkwürdig? Achso, da ist ein Kreuz drauf. Haben wir eine Spitzhacke? Nö. Gut. Komm schon. Okay. Und ich trage dich zum Gehege. Ich finde, die sehen süß aus. Schade, dass man nicht rennen kann. Also, klar kann ich rennen, währenddessen ich das Huhn in der Hand halte. Ich wäre mir übrigens unsicher, ob das Huhn so auf meiner Hand sitzen bleiben würde. Das wüsste ich nicht. Die wehren sich, glaube ich, schon ein bisschen. Okay. Mal gucken, wo ist das letzte Huhn? Oh, da vorne. Unentdeckte Zone. Wer weiß, was uns dort erwarten wird. Kommen wir da überhaupt hoch? Das sieht sehr steil aus. Aber ich denke schon. Ja, guck mal. Oh, Voice Crack. Da vorne ist das Huhn. Ja, perfekt. Haben wir das doch auch gesammelt. Also wirklich, ist das irgendwie wirklich alles deren Grundstück? Dann, also wenn die das verkaufen würden, ne? Ich will ja nichts sagen. Obwohl, das spielt in Amerika, da ist das nicht mehr so viel wert. Ich wollte gerade sagen, also in Deutschland kostet sowas ein paar Millionen wahrscheinlich, wenn du so ein großes Grundstück aufkaufst. Aber in Amerika bezahlst du wahrscheinlich einfach nur $50.000 für. Jetzt mal untertrieben. Neuer Gegenstand verfügbar beim Händler. Blauer Schlafanzug. Ja, wo ist denn der Händler? Ach, da vorne. Der war davor aber noch nicht da. Da will ich doch mal beim Händler nachschauen, ob es da irgendwelche freshen Klamotten gibt. Weil, wer möchte nicht den ganzen Tag lang Schlafanzug tragen? Also, ich wäre definitiv dafür, dass wir das tun. Okay, gehen wir da mal hin. Ich schätze doch mal, dass er es ist, oder? Ich frage mich, ob es wirklich einen Stadtteil gibt. Das würde ich nämlich echt cool finden. Das, finde ich, fehlt den meisten Farming-Games dann doch immer ein bisschen. Dass es nicht so irgendwie nochmal so ein Stadtaspekt gibt, sondern nur Dorf. Hallo, was kann ich für dich tun? Beim Händler kannst du diverse Gegenstände kaufen und verkaufen. Okay. Ich habe das Gefühl, der will uns ausbeuten. 1600 klingt für mich ein bisschen viel für einen blauen Schlafanzug. Was ist das für ein Chip-Dropping? Ich meine Dropshipping übrigens. Ist mir gerade aufgefallen, dass das nicht gerade richtig klang. Zeitung, ja, ich meine, sowas kann man ja verkaufen, ne? Obwohl, ja, du kannst für sehr teuer Sachen verkaufen, fällt mir auf. Das ist also okay, denke ich. Der verkauft gerade nur eine Sache. Okay. Aber Axt kostet dann wieder nur 9,10 Euro. Wow. Können ein paar Gräser verkaufen, von mir aus. Die auch unfassbar viel wert sind für das, was sie sind. Ich habe das Gefühl, in diesem Land, in dieser Gegend könnte ich reich werden, indem ich einfach nur ein bisschen Gräser pflücke. Das wäre doch ein Leben. Ansonsten, einmal brauchen wir noch Dosen, können wir halt verkaufen, ne? So. Holz? Ja, warum nicht? Kann man ja nochmal holen, falls man welches braucht. Den verkaufen wir auch. Den verkaufen wir auch. Und ansonsten... Nee, Seil möchte ich noch behalten. Ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendwas mit einem Seil. Okay. Mensch, wir sind ja richtig rich. Von dem kurzen Arbeiten schon 107 verdient. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind doch andere Einheiten. Oh, halten, um zu streicheln. Yay. Ja. Meine Lieblingsaktivität. Irgendwelche Tierchen streicheln. Besseres gibt's doch gar nicht. Okay, wir sollen nochmal mit dem Opa reden. Merkwürdiger Stein, Hühner. Ja, der kann doch ruhig mal erzählen, was es damit auf sich hat. Großvater, im Tal liegt ein merkwürdiger Stein mit einem X, der mit einem X bemalt wurde. Noch einer? Einmal bin ich beim Wandern im Tal auf so einen Fels gestoßen. Anscheinend gibt es weitere. Wenn du es noch nicht getan hast, grabe ihn mit einem Spaten aus. Unter meinem hatte jemand nützliche Dinge vergraben. Oh, warte, möchte ich das kurz tun? Wenn ich den noch finde. Ich weiß nicht, ob ich mir das so leicht gemerkt habe. Sollte aber hier drüben gewesen sein irgendwo, oder? Ich weiß, nehme ich noch die Mühle? Der da vorne. Okay. Gib mir mal meinen Spaten. Jetzt werde ich bestimmt reich. Darunter befindet sich ein Diamant oder so.
Mit dem Spaten kannst du Pflanzen umpflanzen und Dinge unter Steinen ausgraben, die mit einem X markiert sind. Genau. Was ist denn ein Rezept für eine blaue Wollmütze erhalten? Wer hat die denn da vergraben? Oder was heißt, die Mütze ist ja nicht mal vergraben gewesen. Das ist ja einfach ein Rezept dafür. Okay, wie auch immer. Katze, ich will dich mal streicheln. Gut, vielleicht sollte ich das nicht sagen, währenddessen ich ein Holzschwert in der Hand halte. Ich glaube, wenn jemand so auf mich zukommen würde, würde ich denen jetzt auch nicht unbedingt vertrauen. Irgendwie sind meine Großeltern... Also dieser Hof sieht halt voll dreckig aus, aber die Großeltern laufen die ganze Zeit nur rum und wir sollen wahrscheinlich die ganze Arbeit jetzt leisten über die Ferien. Finde ich nicht nett. Dem Kind macht das auch keinen Spaß. Okay. Hühner. Alle Hühner sind wieder zu Hause. Bravo, ich glaube, du bist bereit für einen Hund. Ich habe schon mit dem Händler gesprochen. Besuche ihn und suche dir einen neuen Freund aus. Aber denke daran, dass ein Hund große Verantwortung mit sich bringt und du ihn versorgen musst. Natürlich, Großvater. Yay! Haustier, Haustier, Haustier. Okay, ich bin gespannt, was für eine Auswahl es gibt. Oh, das wird jetzt wieder schwer. Ich kann mich bei sowas nicht entscheiden. Ich denke dann immer, oh, der ist süß, aber auch der ist süß. Und ich finde, die Tiere sollten auf mich zukommen und nicht ich auf sie. Okay. Also, Händler, sag mal an, warum auch immer der Hunde mit dabei hat. Vierbeiniger Freund, guten Morgen. Hallo, Kumpel. Was führt dich in meine bescheidene Behausung? Großvater erzählte mir, dass du streunende Hunde rettest und dass ich einen von ihnen mitnehmen darf. Ich habe tatsächlich mit deinem Großvater gesprochen. Er hat mir berichtet, dass es einen neuen Helfer auf dem Bauernhof gibt. Aber er hat nicht erwähnt, dass diese Person so jung ist. Bist du sicher, dass du die Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen kannst? Vergiss nicht, dass Hunde Gesellschaft lieben. Du musst viel mit ihm üben und für ihn da sein. Ich brauche auch jemanden, der für mich da ist. Und ich verspreche dir, dass ich mich wirklich gut um den Hund kümmere. Wir haben Hühner auf dem Bauernhof und bisher läuft es wirklich super mit ihnen. Hühner, sagst du? Aber der Hund ist etwas größer. Vielleicht bekommst du es doch hin. Okay, einfach auf einmal darum entschieden. Hühner können sehr stur sein. Nun, du kannst dich um einer meiner Welpen kümmern. Schau gelegentlich vorbei, um nach ihm zu sehen. Danke. Und einmal muss ich wirklich jetzt entscheiden. Oh, die sehen alle süß aus. Malmamut? Deutscher Schäfer und Oki? Ich habe gedacht, das wären die Namen. Und nicht die Arten. Ciao, ciao. Sieht auch süß aus. Großer Schweizer Seenhund? Oh, die sind alle so süß. Oh, Berner Seenhund. Bernhardiner. Neufundländer. Akita sieht auch super süß aus. Oh, Shiba muss man eigentlich nehmen, ne? Oh, die sind... Mann, jetzt muss man sich hier wirklich entscheiden. Das ist schwierig. Akita sieht auch super süß aus. Aber ich glaube, ich finde wirklich den... Ich glaube, ich finde den am süßesten irgendwie. Den Berner Seenhund. Den finde ich irgendwie süß. Komm, wir nehmen den. Hund wen, ja. Gib deinem Hund einen Namen. Bernd. Er heißt Berner Seenhund, also warum nicht? Da ist er! Oh, der ist aber ziemlich groß. Ich hab den Kleiner erwartet. Hey, lauf doch nicht weg! Hallo! Hallo! Hey! Junger Mann, du rennst mir nicht davon. Warum läuft er so weit weg? Hallo? Möchtest du eine Tomate haben oder einen Apfel? Oh, wir können ihn konsumieren. Warum kann ich den Hund nicht ansprechen? Hey! Halte ihn zum Streicheln. Oh. Hallöchen. Oh, der ist aber wirklich gigantisch. Entweder sind wir sehr klein oder der ist extrem gigantisch, dieser Hund. Aber der ist süß. Der gute Bernd. Die Stufe des Hundes ist gestiegen. Müssen wir den einfach tausendmal streicheln jetzt? Wirklich, man kann den die ganze Zeit aufsteigen lassen. Oh, komm mit. Schau ich das an. Oh, der sieht super süß aus. Ich lieb's. Aber das mit der Auswahl nach dem Hund ist wirklich... Das ist ein bisschen frech. Das ist ein bisschen fies. Also, ich tue mich, wie gesagt, immer bei sowas sehr schwer. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr genommen hättet. Die waren nämlich alle süß. Wir reden mal mit der Omi. Hohe Preise. Hennen, alter Obstgarten. Was mit hohen Preisen? Großmutter, die Preise im Laden sind astronomisch. Okay. Nun, das stimmt. Leider ist das oft der Fall in abgelegenen Orten.
Das stimmt auch wiederum. Je weiter der Händler seine Ware transportiert und je weniger Konkurrenz er hat, desto höher sind seine Preise im Laden. Aber woher bekomme ich das Geld für all das? Nun, du kannst Geld verdienen, indem du Nutzpflanzen verkaufst. Aber die meisten Waren, die die Händler anbieten, findest du kostenlos im Tal. Du musst dich nur nach ihnen umsehen. Natürlich braucht das Zeit. Du musst für dich entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Okay. Großmutter, hinter dem Haus stehen einige Obstbäume. Warum haben wir nicht mehr Pflanzen gepflanzt? Das ist der alte Obstgarten, Schatz. Früher war er viel größer und brachte viel Obst hervor, dass wir es zum Verkauf in die Stadt gebracht haben. Oh, ich will die Stadt eigentlich sehen. Ich hoffe, die sehen wir noch, sonst laufe ich da einfach hin heute. Leider sind die meisten Bäume durch Altersschwäche und Wassermangel eingegangen. Oh, die armen Bäumchen. Wenn du willst, kannst du den Obstgarten seinen alten Glanz zurückbringen. Beschneide zuerst die alten Bäume. Im Tal wirst du sicherlich wilde junge Obstbäume finden. Du kannst sie mit einer Schaufel ausgraben und in den Obstgarten pflanzen. Das ist Diebstahl. Einfach irgendwo anders diesen Baum einfach klauen. Okay, wenn ich eine Stadt wäre, wo würde ich mich befinden? Das ist echt eine große Map. Also hier gibt es wirklich viel zu erkunden. Holy shit. Was cool ist. Ich mag das wirklich, wenn Spiele sehr groß sind. Aber die Frage ist, ist das immer cool für ein Let's Play? An sich ja, aber ich bin ja immer so jemand, ich mag eigentlich, ich weiß, dass ich auch sehr lange Let's Plays auf dem Kanal habe, eigentlich, aber eigentlich möchte ich so lange Let's Plays immer nicht haben, weil ich immer das Gefühl habe, das wird dann zu einseitig an der ersten Stelle. Und ja, naja gut. Sieht ja wahrscheinlich jeder anders. Ha! Hundi? Wo ist unser Hund? Hey, Bernd! Ich will die Katze auch streicheln. Oh, halt jetzt zum Streicheln. Timo sieht doch auch streicheln, die kleine Katzi. Tierfreund abgeschlossen. Die Stufe ist, der Katze ist gestiegen. Oh. Ich habe auch eine Errungenschaft erhalten. Pet 5 Animals. Oh. Sieht voll aus wie ein Garfield. Und Bernd, warum kommst du mir nicht hinterher? Ach, da sehe ich die Stufe auch oben. Oha, die können aber ziemlich, also, du musst die ziemlich oft steigen, damit die wirklich ganz weit oben überhaupt ankommen. Wahrscheinlich muss man die aber einfach füttern. Wahrscheinlich muss man sie einfach füttern. Dann steigt die Stufe wahrscheinlich. Ich will mich da vorne mal umschauen, da ist eine Brücke. Oh, jetzt folgen die mir beide. Voll süß. Was sind das denn hier? Kleine Bienenhäuser? Blauer Bienenstock. Oh. Hm. Oh, das sieht echt cool aus. Ob wir da rüber können? Ah, halte F zum Reparieren. 35 Holz und 12 Nägel. Nee, dazu bin ich zu arm. Da bin ich ein bisschen zu arm für. Ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen so in Gebiete aufgeteilt ist. Dass man jetzt zum Beispiel am Anfang nicht direkt in die Stadt laufen kann, weil... Ja, ergibt, denke ich, Sinn. Da musst du wahrscheinlich immer wieder eine Sache reparieren, wie bei Potion Permit. Aber es ist eigentlich immer eine coole Art und Weise, das so zu machen. Okay. Was kann man da einsammeln? Da ist doch irgendwas auf dem Stein. Aufheben. Ah, ein Bienenraucher. Okay. Ja. Das hier ist ein Pflaumenbaum, oder? Können wir den auch ausgraben? Wie sieht's damit aus? Na gut, der ist schon vollständig gewachsen, ne? Wait, den kann mir doch... Oh... Du hast eine Pflaume, finde ich auch gut. Nee, Pflaumenbäume mag ich. Ich glaube, ich würde gerne mal wieder eine Pflaume essen. Okay. Dann pflanzen wir die mal ein. Wie viele sollen wir einpflanzen? 5 Stück. Huiuiui. Dann werden wir mal wieder ordentliche Arbeit zugeschrieben bekommen. Dieser. Ich glaube, die beuten uns einfach aus. Die Großeltern. Hat der irgendwas Neues im Shop schon? Einfach nur unsere Sachen, die er uns teurer verkauft. So wie es immer ist in jedem Spiel bei Händlern. Oder was heißt bei Spielen nur, das ist ja auch in echt so. Ist mir schon klar, dass man es nicht für den gleichen Preis verkaufen kann, wie man es eingekauft hat. Weil sonst würde man ja auf der gleichen Summe liegen bleiben. So. Ich möchte noch ein paar Bäume suchen. Kriege ich hier irgendwo noch einen Obstbaum her? Der ist normalerweise schon in unserem Garten drin, aber den können wir wahrscheinlich trotzdem ausgraben. Ja, dachte ich mir schon. Okay, vorne den Apfelbaum noch. Auch wenn ich sagen muss, Apfelbäume finde ich ein bisschen wack, weil ich mag Apfel... Also, ich esse nicht gern Äpfel. Obwohl ich gerade hier sogar einen Apfelzimt-Tee stehen habe.
Aber das ist ja was anderes. Aber so pur Apfel finde ich tatsächlich gar nicht mal so lecker. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil man übersättigt ist. Nach all den Jahren nur Äpfel essen irgendwann mal. Aber ja. Ist ja auch gefühlt die häufigste, das häufigste Obst in Deutschland. Okay, das zählt auch als Ausgraben? Das können wir auch nehmen? Ich würde aber gerne einen richtigen Baum noch nehmen. Nehmen wir den hier noch. Keine Ahnung, was das für einer ist. Einfach nur ein grüner Baum. Okay, gut. Gefällt mir. Warum auch immer wir den denn umplatzieren wollen würden. Okay, wo sollen wir den jetzt hinpflanzen? Ist das markiert? Da vorne. Haben wir da nicht gerade einen Baum weggenommen? Okay. Dann versuchen wir das Ganze mal. Oh. Pflanzen. Uiuiui. Sieht gut aus. Das geht ziemlich schnell. Ich habe gedacht, da gibt es noch einen richtigen Prozess für. Wenn das mal echt so leicht gehen würde, hätten wir vielleicht auch viel mehr Bäume auf dieser Erde. Warte mal, beschneide tote Bäume und... Oh. Ich sollte ja tote Bäume nehmen dafür. Upsi. Aber welche sind denn hier tot und welche leben? Gibt es denn hier irgendwo einen toten Baum? Normalerweise ist es ja hier markiert. Ach, das hier sind die Toten. Oh. Ja gut, na dann. Schneide tote Bäume. Ja, das war doch das Ding, ne? Und dann kann ich wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, das hier ausgraben. Den Stamm kann ich nicht ausgraben? Okay. Dann halt nicht. Das hier graben wir noch aus. Das hier auch. Ich hab nämlich gedacht, wir müssen neue anpflanzen und nicht ausgraben. Ah. Okay, pflanze Obstbäume im Garten. Okay, dann habe ich einfach voraus... Ich habe einfach vorausgesehen. Ich wusste schon, was als nächstes kommt. Das ist ziemlich nützlich. Was sind das hier? Brombeeren? Nutzpflanze sammeln. Sind das Brombeeren? Ja, Brombeere. Oh, lecker. Das vermisse ich jetzt schon wieder. Ich mag ja Sommer an sich nicht wirklich, aber die Brombeeren, die sind halt schon immer... Das ist ein wichtiger Bestandteil. Okay, da vorne ist ein pinker Baum. Den würde ich am liebsten anpflanzen hier. Keine Ahnung, ob das vielleicht ein Kirschblütenbaum ist oder halt einfach nur... Keine Ahnung, irgendein Fantasiebaum. Weil mir fällt sonst keiner ein, der auch nur annähernd so pink werden könnte. Obwohl das schon sehr übertrieben ist, das Pink. Das sieht schon sehr doll aus. Das hier unten. Können wir das ausgraben? Kleiner roter Baum. Okay, na gut. Ich glaube, das zählt nicht als Obstbaum. Das ist ein normaler. Ist denn hier kein Apfelbaum mehr? Einfach richtig tricky jetzt nochmal den Apfelbaum, den wir eingepflanzt haben, nochmal ausgraben. Das wär's jetzt. Nee, aber ich habe keine Ahnung, wo sich hier noch ein Apfelbaum befindet. Komisch. Ich esse mal ein paar Brombeeren. Ich glaube, die können wir konsumieren. Man kann es auch essen nennen. So. Okay. Okay. Wo gibt's denn hier noch einen Apfelbaum? Wahrscheinlich bin ich schon an Tausenden vorbeigelaufen und hab's einfach nicht bemerkt, ne? Wäre mir nichts Neues. Ich sehe hier wirklich nicht so viele. Die würde ich doch erkennen. Da hängen doch schließlich Äpfel dran. Wir hatten doch vorhin irgendwo einen, wo ich noch Äpfel runtergeschlagen habe oder so. Beziehungsweise es muss ja kein Apfelbaum sein, sondern halt ein Obstbaum. Das ist ja der wichtige Teil daran. Ja, guck mal, das ist wirklich so getrennt. Wir können jetzt hier nicht rüberlaufen. Okay, interessant. Erinnere mich ein bisschen an Fresh... Oh Gott, das ist immer schlecht auszusprechen. Fresh Start. Gott. Warum fällt es mir auf einmal so schwer, das auszusprechen? Warum finde ich dann keinen Apfelbaum mehr? Was ist denn hier los? Wait, was ist das da vorne? Da sehe ich ein Häuschen. Ja, ich denke, wir werden ja in der Folge eh erstmal nur ein bisschen erkunden. Dient ja schließlich nur zum Anschauen des Spiels mal. Und danach eine Meinung bilden. Okay,
vorne ist irgendwie so ein kleines Häuschen oder so. Ja, ein kleiner Schuppen. Das Grundstück, das ist echt riesig. Und hier sind doch Bäumchen. Das bietet sich doch an. Ausgraben. Dankeschön. Oh, Kirschbaum. Sehr schön. Kirschen hingegen finde ich wieder echt lecker. Auch wenn bei mir immer dieser Albtraum existiert, dass ich aus Versehen auf eine Kirsche beiße, währenddessen noch ein Kern drin ist. Also das ist vielleicht eine Angst, die in mir lauert. Was sind das für welche? Johannisbeeren? Auch geil. Und in das Haus hier können wir rein tatsächlich. Da ist das Meer, oder was? Huiuiui, das ist aber auch eine Gegend hier. Eigentlich echt schön. Aber halt auch sehr abgelegen, ne? Warum muss man schlafen? Du kannst jederzeit ins Bett gehen, um dich auszuruhen oder in den Zeitablauf zu beschleunigen. Gehe dafür in den Bauernhof und klicke die Aktion an der Tür. Okay, warte, dann sollten wir am besten jetzt nach Hause, ne? Oh Gott! Gefährlich! Katze, hilf mir! Gott, wenn unsere Ausdauer leer ist, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay, man hat ein bisschen Speed abgepickt. Ah. Dieser Schlinge. Zum Glück war es nur ein Albtraum. Ich sollte mich besser nicht nachts alleine im Wald herumtreiben. Was machen die Großeltern auf dem Bauernhof? Deine Großeltern sind nicht mehr die Jüngsten, aber sie arbeiten weiterhin auf dem Bauernhof. Jeden Morgen geben sie sich verschiedene Dinge, die sie am Vortag gesammelt haben. Wie viele und welche Dinge sie bereithalten, hängt davon ab, was du selbst in den letzten 24 Stunden gesammelt hast. Um die Materialien zu sammeln, spricht mit deinem Großvater. Wenn es im Tal dunkel wird, erscheint ein Wolf vor dem Bauernhof. Wenn du zulässt, dass er dich angreift, wachst du morgens auf und hast... Oh. Ja, aber das ist blöd, oder nicht? Okay, warte, ich pflanze erstmal die Bäumchen an. Okay, interessant. Also es gibt... Wir sollten am besten nicht in der Nacht raus. Verstehe schon. So, einen einzigen noch anpflanzen und dann haben wir das auch geschafft. Der zweite Frühling des Obstgartens. Okay, jetzt sollen wir mit der Oma und mit dem Opa sprechen. Hallöchen. Nee, da sagt aber nichts. Ich habe gedacht, wir sollen uns da irgendwas abholen. Er hat wohl doch nichts dabei. Okay. Gehen wir mal da vorne hin. Zu Ömchen. Hallöchen. Hen als alter Obstgarten. Ich habe schon neue Bäume im Obstgarten gepflanzt, Großmutter. Ich habe sie gesehen. Der Garten sieht genauso aus wie früher. Wunderschön. Ich habe die einfach random platziert. Ich freue mich, dass du die Bäume und Sträucher leicht gefunden hast. Wenn du dich im Tal gut umsiehst, wirst du sicherlich weitere Orte finden, an denen Obstbäume wachsen. Okay. Was mich immer stört bei so Farming-Games, weil die Kontrastfarbe ja immer sehr gelb und grün ist, dass man in der Facecam immer so aussieht, als wenn man Gelbsucht hätte oder sowas. Das ist immer ein bisschen ätzend. Das hat mich auch immer damals gestört, als ich irgendwelche Farming-Games mit Facecam gespielt habe. Gut, ich wollte kurz mal die Nutzpflanzen hier noch pflücken und die verkaufen beim Händler. Denn ich raube jetzt mal meine Großeltern aus. Die ganze Arbeit muss ich schließlich auszahlen. Oh, ein paar Auberginen. Noch nie gegessen in meinem Leben, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt mal eine Aubergine gegessen. Ich weiß nicht warum, aber es kam noch nicht dazu. Wahrscheinlich, weil ich... Oh, die müssen gegossen werden. Können wir auch gleich machen. Energie ist wieder voll. Okay. Laufen wir zum Händler, verkaufen die Pflanzen kurz und gucken, ob der irgendwas Neues hat. Vielleicht hat er ja ein neues Sortiment erhalten über die Nacht. Das würde mich auch mal interessieren, wie oft der neue Dinge bekommt. Hallöchen. Nee. Nur den blöden Schlafanzug. Ja, wow. Das will ich auch verkaufen. Wir haben zwei Eimer, davon kann ich einen verkaufen. Wir haben eine Gießkanne, Karotten. Und ich werde meinen Großeltern davon nichts abgeben. 269! Huiuiui! Wir sollten einfach nur ein paar Sträucher pflücken. Das ist ja schon ein bisschen was man da verdient. Ne? 719 haben wir einfach verdient. Wenn das mal echt so leicht wäre, ne? Was sollten wir jetzt noch machen? Achso, die Pflanzen gießen.
Dafür nehme ich mal die Gießkanne in die Hand. Machen wir mal auf 5. Holen wir uns aus dem alten Brunnen ein bisschen Wasser. Der ist ja nur schon ewig repariert. Und dann gießen wir mal ein paar Pflanzen. Ah, guck mal. Sieht man da auch mal jemanden arbeiten? ich wollte nicht den Brunnen wässern. Oh, das geht ja. Hey, wir haben ja voll viel Wasser. Also, wenn man nur so wenige Pflanzen hat, dann geht das echt schnell. Die müssen nicht gewässert werden, oder? Ich glaube, das hat der Großvater eben schon gemacht. Oh, da drin ist eine Truhe. Können wir die vielleicht öffnen? Lager öffnen. Oh, was? USA Blume Konfetti. Aha. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das Gefühl, die sind ziemlich große Fans der USA. So. Ich finde, das sieht schön aus, allerdings. Okay. Hui. Meine Bitrate wird das nicht mögen. Oh, Alter, wie viele! Okay, sie sind leer. Da kam so einiges an Konfetti raus. Wie sieht's mit dem Teppich aus? Einfach auf den Gras, aufs Gras platzieren. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass irgendwie noch ein... Weil die hatten irgendwie ein... Die machen immer so feiertagsmäßig irgendwelche Sachen rein ins Spiel, habe ich gesehen. Es war auch Halloween-Event. Ob das irgendein Event ist, was derzeitig ist, oder ob das Spiel wirklich so amerikanische Dinge sehr oft hat. Das würde mich mal interessieren. Aber na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben uns das Spiel bisher erstmal ganz gut angeschaut. Ich finde es echt süß. Also, ich glaube, hier kann man ein paar Stündchen reinstecken und vielleicht dann den Bauernhof schön machen. Wie gesagt, die Grafik ist einfach super süß. Und auch schön. Also, sieht sehr detailreich aus. Ich mag, wie das Gras wackelt. Das sieht gut aus. Und ja, ich denke, die Story ist auch ganz süß. Und ich würde sagen, wenn ihr nach einem Farming-Game guckt und ihr davon schon sehr viele gespielt habt und vielleicht ein neues sucht, dann wäre das wahrscheinlich das Beste für euch. Also, eine gute Wahl für euch. Gibt es ja, denke ich, auf jeder Plattform. Ich glaube, Steam, PS5, Xbox, Switch, alles Mögliche halt. Ne? Das ist ja der Standard, denke ich. Ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen, farmreichen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Land Plays. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet übrigens. Bis dann. Bye, bye.